ist ja so, wenn wir zum Spiel und Werder Bremen gucken, dann fahren wir ja meistens 140, 150 Kilometer nach Bremen hin. Jetzt war es mal umgekehrt, jetzt sind die zu uns gekommen, direkt vor der Haustür. Jeder Spieler sollte stolz sein, heute hier gegen die Bundesliga-Mannschaft zu spielen. Ja, ganz richtig. Wir haben das Spiel gewonnen. Und zwar gab es im letzten Jahr einen Wettbewerb des Hauptsponsors von Werder Bremen. Die haben eine Umfrage gemacht, wie Werder seid ihr? Und dann musste man beschreiben, ja, wie verrückt man Werder Bremen ist oder was man mit Werder Bremen verbindet. Haben es unterlegt mit einem kleinen Video und ja, und es hat geklappt. Für mich war das Highlight wirklich, die Chance zu haben, gegen den Verein zu spielen, wo ich auch Fan von bin. Ja, das war aber ein bisschen lauter hier. Wo sind denn die Werder-Fans? Macht mal ein bisschen Stimmung hier im Stadion. Wo sind die Werder-Fans? Also man hat schon ein bisschen Herzklopfen gehabt, dass man mal gegen Profis spielen darf. Ja, die waren schon, ich glaube, ich kann sagen, das war ein frischer ASB heute. Für mich war das ein Highlight hier zu spielen. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen mit den Spielern unterhalten. Wir waren alle gut drauf. Wir freuen uns alle, dass wir gespielt haben und 4:0 ist auch ein gutes Ergebnis, oder? Wir haben die letzten Sachen heute Mittag organisiert, haben uns mega gefreut, dass wir alles endlich voneinander gekriegt haben und den Leuten hier vernünftig was zu bieten. Hat auch bis zur 25 Minuten sehr gut geklappt. Leider hat uns das Wetter da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist hier über den Sportplatz gezogen und der Schiri hat dann auch zu Recht das Spiel abgepfiffen, weil Sicherheit geht nun mal vor. In Absprache mit dem Verein und Werder Bremen, da eine neue Schlechtwetterfront aufgezogen ist, haben wir uns dann dafür entschieden, das Spiel dann ganz abzusagen. Sehr, sehr schade, weil gerade die Werderfront Emsland und Viktoria Gersten ja, glaube ich, sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, das Event sehr, sehr gut organisiert haben und leider die Zuschauer jetzt auch nur ein kurzes Spiel gesehen haben. Aber wir haben allen Zuschauern, die heute da waren, eine Freikarte für den Tag der Fans im August versprochen. Und ich hoffe, dass wir dadurch die Fans zumindest ein bisschen entschädigen können.
Ja, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal allen Helfern bedanken, habe ich zwar eben schon mal gemacht, möchte es an dieser Stelle nochmal machen, an der Gemeinde, an die Feuerwehr, an die Werder-Freunde Emsland Süd, ohne die das Spiel gar nicht stattgefunden hätte. Natürlich auch an die Bremen-Profis, an unseren Verein, die ganzen Helfer.